Zum Tag der Deutschen Einheit ein paar Gedanken. Am Tag der Deutschen Einheit, also am 3. Oktober, versucht man seit über 32 Jahren die Wiedervereinigung der drei Westzonen und der Ostzone zu feiern. Doch die anfängliche Euphorie ist schon bald Enttäuschung und Ernüchterung gewichen. Mit dem Fall der Mauer fiel auch das Bemühen des Westens, die Überlegenheit des Kapitalismus über den Sozialismus oder was man als solchen bezeichnete, zu demonstrieren. Schon bald wurde der Sozialstaat nach und nach zurückgefahren und ausgerechnet durch eine rot-grüne Regierung mit der Agenda 2010 ausgenockt. Schließlich brauchte man keinem Konkurrenten mehr beweisen, dass man das sozialere und menschlichere System war. Seither wird das Sozialsystem den globalen Standards angepasst, die ja irgendwo auf dem Niveau, auf dem Level des Marianengrabens liegen. In der ehemaligen DDR fand das westliche Kapital jene Verhältnisse vor, die sie auch im Westen anstreben. Großbetriebe und Kolchosen, man musste sie nur noch privatisieren. Alles frühere Kleingewerbe, den Mittelstand und die bäuerliche Landwirtschaft hatten die Stalinisten enteignet. Dazu verramschte die Treuhand, was für ein Gaunername, für ein solches Treiben. Verramschte die Treuhand alles, was Wert hatte an Kapitalgesellschaften, Spekulanten und Beutegeier. Den Menschen wurde so alles genommen, was sie in 40 Jahren geschaffen hatten. Ganze Landstriche wurden durch fehlende Arbeitsplätze entvölkert. Doch die Möglichkeiten des westlichen Konsums erzeugten einen rauschähnlichen Zustand, der alles, was mit der Vereinigung eigentlich hätte geregelt werden sollen, in den Hintergrund drängte. Etwa eine gemeinsame Verfassung und die Beendigung des Besatzungsrechts. Doch nur die Sowjets zogen sich aus Deutschland zurück und vertrauten auf mündliche Zusagen, dass die NATO sich nicht in Richtung Russland ausdehnen würde. Es ist nicht anzunehmen, dass Staatsmänner, die sonst jeden Furz in Verträge gießen, dies versehentlich unterließen. Wir wurden einfach betrogen, die Russen ebenso. Woraus man vielleicht ein abgekartetes Spiel konstruieren kann. Erst Barack Obama klärte uns 2009 in Ramstein auf. Zitat: Deutschland ist ein besetztes Land und wird es auch bleiben. Doch welche Medien haben das gemeldet? Die immer so als vierte Säule der Demokratie hochgelobten Medien sind auch nach bald 80 Jahren noch immer Lautsprecher der Alliierten. Längst wurden beinahe sämtliche demokratischen Entscheidungsbefugnisse an die EU abgetreten. Das Europäische Parlament hat nichts zu melden und die EU-Kommission wird mit Satrapen der internationalen Hochfinanz besetzt, die in der EZB, der Europäischen Zentralbank, das alleinige Sagen haben. Wie wir erfahren durften, setzt diese sogar, wie im Fall der Kommissionspräsidentin von der Leyen, willkürlich Kandidaten an die Spitze, die nicht einmal zur Wahl standen. Die föderale Struktur der EU ist sowieso zum hohlen Etikett verkommen. Die Einführung des Euro schließlich war ein gewaltiger Raubzug, mit dem man zwei stabile deutsche Mark zu einem Euro umwandelte. Niemand durfte bei dem neokolonialen EU-Projekt mitbestimmen. Volksabstimmungen gab es zu keinem Zeitpunkt. Aber was kann man von einer
Organisation erwarten, die das Projekt fortführten, das zuvor auch Napoleon oder Hitler im Auftrag des Kapitals angestrebt hatten. Deutschland war also zu keinem Zeitpunkt souverän. Was das für unsere Regierungen und die Demokratie bedeutet, kann man an der heutigen Lage ablesen. In Berlin werden Regierungen eingesetzt, die ganz offensichtlich in fremdem Auftrag ihr pseudodemokratisches Theater abspulen. Sogar in vielen dokumentierten Äußerungen in Deutschland verachten und Politik gegen die Bevölkerung machen. Der Zustand unserer Infrastruktur nähert sich dem von Entwicklungsländern an. Nur für Vasallendienste in fremden Kriegen ist beinahe unerschöpflich Geld da. Aber eigentlich sollten auch die Einfältigsten von uns langsam begreifen, dass wir noch immer eine amerikanische Kolonie sind. Wenn es daran noch den geringsten Zweifel gegeben hat, dann sind sie seit der Lügen- und Angstkampagne, in der von einem amerikanischen Computerhändler im Beisein der Kanzlerin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgerufenen Pandemie endgültig verflogen. Ein Vorgang, über den man nur den Kopf schütteln kann und der zeigt, wie weit die Gehirnwäsche in unserem Land bereits gediehen ist. Oder nehmen wir den seit vielen Jahren laufenden Wirtschaftskrieg gegen unser Land und seine systematische Ausplünderung. Alle Sanktionen, die von der Wall Street etwa gegen Iran und Russland verhängt wurden, zielen vor allem auf Deutschland. Die USA selber halten sich nicht an ihre eigenen Sanktionen und Boykotts. Beispiel: auch die Zerstörung deutscher Autokonzerne durch gigantische Strafzahlungen für Abgasverstöße, die aber bei anderen internationalen Herstellern niemanden stören. Der Wirtschaftskrieg ging mit dem Terroranschlag gegen die deutsche, aber auch die holländische und französische Gasversorgung in eine neue Phase. Das hatte ein langes Vorspiel, denn 2019 erließen die USA ein Gesetz, in dem denen die Pipeline finanzierenden deutschen Banken und Konzernen mit Sanktionen gedroht wurde und die sich dann schließlich zurückzogen. Die deutsche Regierung sprach seinerzeit noch von Einmischung in innere Angelegenheiten. Auch vom heutigen Kanzler Scholz gibt es eine Rede in diesem Sinn. Doch diesen Februar saß er schweigend dabei, wie US-Präsident Joe Biden ankündigte, die Inbetriebnahme der Pipeline zu verhindern. Und nun wurden sowohl Nord Stream 1 und 2 gesprengt. Und die US-Statthalter in Berlin schweigen und Wirtschaftsminister Habeck gratuliert sogar noch Polen, für die zur Zeit der Anschläge die Baltic-Pipeline aus Norwegen geöffnet wurde. Was für ein Zusammentreffen. Weitere Probleme: das Vereinigte Deutschland ist seit Jahren einer massiven gesteuerten Massenzuwanderung ausgesetzt. Erst lockte man Fachkräfte aus den nun zur EU gehörenden früheren Ostblockstaaten nach Deutschland und schließlich ab 2015 warben die Marionetten des Kapitals Menschen aus außereuropäischen Ländern. Denn man sei ein Einwanderungsland, wie Bundespräsidentendarsteller Gauck bei Auslandsreisen schwadronierte. So lockte man Menschen aus Kleinasien und Afrika an, ließ sie auf Geheiß der Kanzlerin Merkel ohne jede Kontrolle, auch ohne Bedürftigkeitskontrolle natürlich. Man weiß bis heute nicht, wer da alles ins Land gekommen ist. Obwohl nur ein kleiner Teil Kriegsflüchtlinge waren. Nun nach 7 Jahren leben die allermeisten
der Migranten noch immer auf Kosten der deutschen Arbeitnehmer, die man nie gefragt hatte, ob sie mit ihren Sozialbeiträgen und Steuern Millionen Zuwanderer und deren Familienangehörige in ihren Heimatländern finanzieren wollen. So ist zum althergebrachten systemimmanenten Unrecht, nämlich dass leistungslose Reiche immer reicher werden, nun eine weitere Ungerechtigkeit gekommen, die die Bevölkerung gegeneinander treibt, nämlich dass Migranten anders behandelt werden als Einheimische. Die einen können oder wollen auch nach Jahren nichts der allgemeinen Wohlfahrt zusteuern, die meisten wollen sich auch nicht integrieren und sie stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung oder sind nicht vermittelbar. Die Einheimischen dagegen müssen bei Bedürftigkeit ihren Anspruch auf Sozialleistungen in vielfacher Hinsicht nachweisen. Auch ihre Vermögensverhältnisse werden bis ins Letzte durchleuchtet. Es werden Verwandte herangezogen und viele verlieren ihr Häuschen, mühsam in Generationen gebaut, denn erst dann wird Hilfe gewährt, wenn der Verkaufserlös aufgebraucht ist. Dazu kommt die Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Aber diese Konkurrenz ist gewollt, denn nur durch ein von der Wirtschaft gewünschtes Arbeitslosenheer können die Löhne gedrückt und die Arbeitsbedingungen diktiert werden. Die Folge von Masseneinwanderung zahlen auch nicht die Unternehmer. Profite werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert. Heute gibt es unter den Deutschen wieder echte Not. Die Kinderarmut stieg in einem Maße, wie es niemand zuvor für möglich gehalten hat. Landesweit sind Tafeln entstanden, an denen Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, anstehen und sich demütigen müssen, um ihr Leben zu fristen. Was ist das für ein verkommenes System, in dem der Staat den Reichen immer mehr Geld zukommen lässt? Für sie etwa mit den Hermes-Bürgschaften Geschäftsrisiken im Ausland übernimmt und internationalen Großkonzernen noch immer die Steuerflucht durchgehen lässt? Was soll man anderes daraus schließen, als dass der Staat zu einem Instrument fremder Interessen geworden ist, der mit dem Steuergeld der Bevölkerung Konzerne pampert, Zockerbanken rettet, die öffentliche Verschuldung immer weiter hochtreibt und so die arbeitende Bevölkerung immer tiefer in Schuldknechtschaft treibt. Gleichzeitig werden Bürgerrechte in beängstigendem Maß eingeschränkt, die Bespitzelung und Zensur vorangetrieben, das Grundgesetz ausgesetzt, Notstandsverordnungen immer weiter verlängert, Feindstrafrecht und Ewigkeitshaft eingeführt, die Denunziation massiv gefördert und die Menschen gegeneinander gehetzt, ja sogar in die körperliche Unversehrtheit wird ohne Not eingegriffen, Kinder und Alte werden gequält und das Land in Seuchen, Klima und Kriegsangst gehalten. Und wir sollen am heutigen Nationalfeiertag unser Land feiern. Von weitem alles golden glänzt, heute weiß ich, es ist hohl. Es ist zum Schreien, war ich blind, Statur ist alles Moll. Moll, Statur ist alles Moll. Die Städtebahn
so affengeil, so bunt, so grell, so reich. Doch alle sind auf Sumpf gebaut, nichts trägt, alles ist weich. Nichts trägt, alles ist weich. Die Mark war hart, die Läden voll. Ich kaufte wie betrunken. Zu Hause sah ich alles schon, wie hat's mir da gestunken, stunken, wie hat's mir da gestunken. Ich erkannte erst die Räuber nicht, weil sie so widerschienen. Weißer Kragen, Nadelstreif in dicken Limousinen, in dicken Limousinen. Ich weiß heut, was ich machen müsst, um zu leben, so wie sie. Ich müsst auch wie ein Haifisch sein, doch so tief sink ich nie, so tief sink ich nie. Und überhaupt, wie soll die Erd dies Treiben denn verkraften? Ich will nicht, dass wir die Letzten sind, weil wir so gierig raften, raften, weil wir so gierig raften. Oh Mann, wohin ich schau, ist Sumpf, wohin soll ich mich retten? Die Armen gehen als Erste unter, denn schwimmen tun die Fetten, und schwimmen tun die Fetten. Alles golden glänzt, heut weiß ich, es ist hohl. Es ist zum Schreien, war ich blind, Statur ist alles Moll, Statur ist alles Moll.